Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, der ja mittlerweile wieder wirklich Zeit wurde. Und ich möchte ein bisschen was klären bezüglich meines Kanals, was im Moment so abgeht, beziehungsweise was leider momentan nicht mehr abgeht. Und zwar Harry Potter. Der Tatsache geschuldet, dass ich momentan sehr geflasht von dieser ganzen Harry Potter-Geschichte bin, immer noch. Ist es relativ verwunderlich, dass momentan kein Harry Potter auf meinem Kanal kommt. Warum? Die Erklärung ist relativ einfach. Ich habe den vierten Teil leider abbrechen müssen. Und das nicht, weil ich das Handtuch geworfen habe, auch wenn ich das in diesem Teil wirklich sehr, sehr oft gewollt habe. Aber nein, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist ganz einfach, dass meine gesamten Speicherdateien weg sind. Von jedem Spiel, das ich jemals im vierten Teil angefangen habe, es waren, glaube ich, drei. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, drei verschiedene Spiele da anzufangen. Jedenfalls sind alle Speicherdateien komplett weg. Das heißt, ich müsste das Spiel quasi nochmal komplett von vorne durchspielen, bis zu dem Punkt, an dem ich aufgehört hatte, um euch dieses Let's Play noch zu Ende zeigen zu können. Und wer mein Let's Play gesehen hat von diesem Spiel, der wird verstehen, dass ich das nicht kann. Wirklich, Leute. So gern ich euch dieses Spiel bis zum Schluss gezeigt hätte, es ist für mich nervlich und gefühlsmäßig einfach nicht möglich, dieses Spiel noch einmal komplett von vorne durchzuspielen. Wirklich, das ist, es liegt nicht in meiner Macht, um es mal so auszudrücken. Ich werde euch den ein oder anderen Let's Player gerne hier unten in der Videobeschreibung mal verlinken, beziehungsweise die Playlists von bestimmten YouTubern, die dieses Spiel auch gespielt haben. Da könnt ihr euch dann gerne das Ende noch anschauen, wenn ihr möchtet. Vielleicht ist das Let's Play von denen ja auch ein bisschen besser als meins. Vielleicht mögt ihr das ja auch ein bisschen mehr als meins. Jedenfalls möchte ich euch das Ende dieses Spiels nicht vorenthalten. Also wenn ihr gerne das Ende des Spiels noch sehen möchtet, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da werde ich euch Playlists verlinken, damit ihr das Ende auch noch sehen könnt. Ich selber habe das Ende noch nie gesehen vom vierten Teil. Ich werde mir das wahrscheinlich auch noch mal angucken, weil dieses Spiel wird jetzt irgendwo in der Versenkung meiner ganzen Kisten verschwinden, denn ich werde es definitiv nicht noch einmal anrühren. Das ist mir leider nicht möglich. So, jetzt aber zu dem, wie es weitergeht. Momentan kam ja erstmal leider nur The Elder Scrolls Online mit meinem Bruder und Dark Project auf meinem Kanal. Das sind natürlich zwei Projekte, die ich unglaublich mag und die ich auch sehr, sehr gerne spiele. Aber ich finde, es ist einfach ein bisschen zu wenig. Ich meine, zwischendurch kamen noch mal so ein paar Event-Vlogs, wie jetzt von der LBM. Das sind natürlich auch Dinge, die weiterhin auf meinem Kanal kommen werden. Ich werde jetzt zum Beispiel am Wochenende werde ich auch auf einem Mittelaltermarkt in Schloss Homburg sein. Vielleicht werde ich da ja dann auch ein kleines Video von drehen. Ich weiß es aber noch nicht genau. Jedenfalls finde ich, diese zwei Projekte sind ein bisschen wenig und ich bin es einfach gewohnt, dass drei Projekte auf meinem Kanal aktuell sind. Und deshalb werde ich dann jetzt natürlich sofort mit Harry Potter 5 weitermachen. Weshalb ich das nicht direkt gemacht habe, ist die Tatsache, dass ich es installiert habe und mir dann aber ständig von dem Programm angezeigt wurde, dass ich das falsche Windows installiert hätte. Nämlich irgendwas von zu früh, ich müsste halt ein aktuelleres Windows installieren. Ich habe Windows 8. Nur so nebenbei. Und er meinte, ich bräuchte mindestens XP, Vista oder Windows 7, damit das auch läuft. Wie gesagt, ich habe Windows 8. Ich weiß nicht, warum er das am Anfang nicht angenommen hat. Ich habe es gerade noch mal versucht, jetzt funktioniert's. So, jedenfalls, ich weiß, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde auf jeden Fall demnächst mit dem fünften Teil anfangen, dem Harry Potter und der Orden des Phönix. Und dann wird es auf jeden Fall auch wieder drei Projekte auf meinem Kanal geben. Das war eigentlich so der Hauptpunkt, den ich ansprechen wollte. Ich habe mittlerweile fast 180 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich finde das ziemlich cool. Gerade nachdem ich diese drei LBM-Videos hochgeladen habe, sind ziemlich viele dazugekommen. Erstmal ein freundliches Hallo an alle neuen Abonnenten. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr den Weg auf meinen Kanal gefunden habt und ich hoffe, ihr findet einiges, das euch gefällt hier bei mir. Dieses Wochenende werde ich noch viel unterwegs sein und ansonsten habe ich ja auch noch viel, viel, viel mit Arbeit am Hut. Jetzt, wo der Mai kommt, habe ich ein paar Feiertage. Ich hoffe ja, dass ich dann ein bisschen mehr frei habe und auch ein bisschen mehr wieder hier was tun kann. Also das sind dann auf jeden Fall die drei laufenden Projekte auf meinem Kanal. Dark Project geht auf jeden Fall weiter, denn das ist ein wahnsinnig geniales Projekt, was ich auf jeden Fall immer weiterführen werde. Und zwar bis zum Schluss. Bis zum Ende des dritten Teils, wohlgemerkt. Den vierten habe ich ja schon. Ich war aber am Überlegen, ob ich eventuell den vierten nochmal neu aufnehme. Denn ich habe mir die ersten Teile meines Thief Let's Plays nochmal angeschaut und ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht. Mal abgesehen davon, dass ich da irgendwie noch ziemlich verschüchtert wirke und einfach wahnsinnig viele Fehler auch in dem Spiel mache, von denen ich heutzutage dann denke so, what the fuck, warum machst du so einen Mist?
Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall überlegt, ob ich es nochmal neu mache. Ich weiß allerdings nicht, ob sich die Mühe lohnt. Denn ich habe auch festgestellt, dass teilweise in den mittleren Parts, so in den 20er bis 40er Parts, dass da teilweise nur 5 Aufrufe auf die Videos sind. Und dann denke ich mir, wofür habe ich das denn überhaupt gemacht? Ich meine, das ist ein unglaublich geiles Spiel. Ich wollte das unglaublich gerne auch mit der Welt teilen. Und eigentlich habe ich wirklich gehofft, dass sich das ein paar mehr Leute anschauen. Aber gut, hat halt so erstmal nicht sollen sein. Ich war halt, wie gesagt, dann am Überlegen, ob ich es nochmal neu mache. Aber das ist noch eine Überlegung, die steht noch in den Sternen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die ersten 3 Parts der Spielereihe durchspielen und dann sehen wir weiter. Was ich auf jeden Fall auch erfahren habe und was ich gerne noch erwähnen wollte, war, dass die Thief-Reihe eine Verfilmung bekommen soll. Es ist natürlich noch nichts klar. Es ist alles irgendwie noch so. Es ist weder ein Regisseur klar, noch ist der Cast wirklich geklärt, noch ist geklärt, wann das jetzt genau erscheinen soll. Also es ist irgendwo nur 2019 rum geplant, aber es ist halt noch nichts irgendwie klar. Und ich muss zugeben, ich bin dem Ganzen auch nicht so zugeneigt. Es gibt eine große Fanseite, die sich Thief Universe nennt, glaube ich zumindest. Lass mich mal kurz schauen. Genau, Thief Universe, der Link unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr die Spiele mögt. Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Seite. Und die bietet auch sehr, sehr viele Patches und Modifikationen für die Spiele an. Sodass ihr das Ganze auch ein bisschen schöner aussehen lassen könnt oder einfach eventuell. Wie ich zum Beispiel, die Spiele leider nur auf Englisch hat, da gibt es auch einen Deutsch-Patch für. Ich komme damit leider nicht so wirklich zurecht, deswegen hat das bis jetzt schon nicht funktioniert. Aber was soll's. Und die haben gesagt, beziehungsweise die haben in ihren News drin, dass Thief eine Verfilmung bekommen soll. Hier steht zum Beispiel, für die Thief-Serie ist jetzt eine Verfilmung geplant, die 2019 erscheinen soll. Die Produktion wird Straight-Up-Films übernehmen. Drehbuchautoren sind Adam Mason und Simon Boyce. Letzterer schrieb für den Film Misconduct. Sind alles Dinge, die ich überhaupt nicht kenne und von denen ich noch nie etwas gehört habe. Der Regieposten steht derzeit noch offen. Über Handlung und Casting ist bislang noch nichts bekannt. Also im Prinzip ist noch nichts bekannt, außer das Studio, das den Film, das die Produktion übernimmt und die Drehbuchautoren. Also es ist noch wirklich in den kleinsten Kinderschuhen überhaupt. Und ja, das ist so das. Es gibt tatsächlich auch einen Comic zu dem vierten Thief, habe ich jetzt festgestellt, beziehungsweise gefunden, über einen interessanten Let's Player, den ich euch auch gerne mal empfehlen möchte, nennt sich Coconut Chris. Der hat tatsächlich alle Teile, also fast alle Teile, er ist momentan dabei, den vierten zu Let's Playen, weil er die ersten drei, er ist das halt chronologisch durchgegangen, hat die ersten drei gespielt und ist jetzt dabei, den vierten zu Let's Playen. Und es gibt einen kurzen Comic, der die Geschichte zwischen dem dritten und dem vierten Teil erklärt und die Geschichte zwischen Aaron und Garrett ein bisschen näher beleuchtet. Und dadurch erkennt man dann auch ein bisschen besser, worum es in dem vierten Teil überhaupt geht. Also für alle, die sich dafür interessieren, ich verlinke euch ebenfalls Coconut Chris bzw. die Videos, in denen ihr diesen Comic vorstellt, gerne mal unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall da unten rein, da habt ihr heute sehr viele wichtige Infos drin. Viele Infos, hauptsächlich zu Thief, obwohl ich eigentlich viel über Harry Potter reden wollte. Ist egal, wir haben alles jetzt zusammen. Und ich glaube, das war es erstmal, worüber ich reden wollte. Normalerweise mache ich mir immer meine kleinen Notizen hier zurecht. Habe ich aber dieses Mal leider nicht, weil ich einfach mal ein bisschen drauf losquatschen wollte. Es wird jetzt demnächst auf jeden Fall wieder diese 3 Projekte auf meinem Kanal geben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Infos haben euch einigermaßen geholfen und ich hoffe, dass ihr euch weiterhin wohl auf meinem Kanal fühlt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen meiner Let's Plays. Bis dahin, ciao!